Wir haben in den letzten 4 Monaten die Räumlichkeiten im Zustand von 1918 im Umbau von Gustav Gull zurückgeführt. Dabei haben wir auf jedes Detail sehr geachtet. Bei den Tapeten haben wir eine Hommage an Thomas Mann gemacht, der eine ähnliche Tapete in seinem Arbeitszimmer hatte. Die Idee des Kubus, wie ist die entstanden? Wir haben uns getroffen, die 2 Kuratorinnen und ich, und haben so die Aufgabenstellung gehabt, das Arbeitszimmer von Thomas Mann zu inszenieren und aber auch seine Referenzbibliothek auszustellen und das in den vorgegebenen Raum an der ETH. Und für uns war es so, dass wir dachten, wir sind eigentlich, wenn wir an die jüngere Generation denken, nicht mehr in einer Zeit, wo wir Thomas Mann gedenken müssen. Aber was kann uns an diesen Schriftsteller heute interessieren? Wir haben also versucht, seinen Nachlass zu dekonstruieren und ihn auf bestimmte Fragestellungen hinzusichten. Und das bedeutete auch, dass wir diesen Raum anders strukturieren mussten. Also wir mussten, oder die Herausforderung war, einen Raum zu produzieren, der diese Geste der Dekonstruktion deutlich machte. Und aus dieser Idee, dieser Dekonstruktion der Arbeitssituation und den räumlichen Gegebenheiten ist eigentlich diese Idee entstanden, wir machen ein Depot und das ist Arbeitszimmer. Ist umgeben, dieses Depot, von dieser Bibliothek. Wir haben gesagt, das ist so ein bisschen wie positiv-negativ. Wir packen jetzt sozusagen die Möbel aus dem Zimmer heraus in das Innere des Kubus und dieses Innere fast so eine Art kleines Schaulager, wo wir seine Möbel angeordnet haben und auch die Objekte, die sich in diesem Arbeitszimmer befunden haben. Und die Bücher, wir mussten ja auch seine ganze Privatbibliothek unterbringen. Das ist auf 50 Quadratmetern auch eine große Herausforderung. Die Bücher bilden sozusagen die Regale, bilden die Außenwände dieses Kubus. Und wir waren eigentlich alle 3 sehr schnell uns einig, dass das eine wunderbare Idee ist. Vielleicht ohne zu ahnen, wie komplex dann die Realisierung davon sein wird. Ja, also mir gefällt sehr gut jetzt eigentlich diese Zweischichtigkeit. Also dass ich diese Farbigkeit dieser Bücher habe und dazwischen habe ich quasi immer überlagert mit den Büchern diesen Blick auf die Objekte. Und was ich auch toll finde, dieses Herumgehen eigentlich, weil wenn ich herumgehe, ich habe immer wieder einen anderen Blick, eine andere Perspektive, ich bin näher dran an Objekten und habe dann diese Überlagerung mit dem jeweils anderen Thema. Die zentrale Aussage ist, Schreiben ist nicht nur Schreiben, sondern zum Schreiben gehört ein ganzes Setting von Bedingungen dazu. Und uns ging es darum, diese Idee des Schreibens im weitesten Sinne abzubilden.